Hi Leute! Ja, heute wieder in meiner Küche und heute wieder mit einem neuen Video, und zwar einem Kochvideo. Das macht Sinn, wenn man in der Küche steht. Und zwar zeige ich euch, wie man Chambrak macht. Das sind Brottaschen. Ich bin gerade in der Hocke, weil mein Stativ so kurz ist. Ich muss noch ein bisschen breitbeinig hier stehen. Und super lecker, geht auch sehr schnell, muss ich sagen. Also das ist wirklich, weil man das Brot nicht selber macht. Man kauft es schon fertig. Für die ganz Faulen unter uns, wenn es mal schnell gehen muss, kann man das schon alles, das Brot fertig kaufen, zeige ich euch gleich noch. Und es schmeckt super lecker, vor allen Dingen mit Zitrone drauf träufeln und oh, so lecker. Ich zeige euch jetzt die Zutaten und meine Mutter und ich zeigen euch, wie man das befüllt und so weiter und so weiter. Also eigentlich zeigt meine Mutter das eher und ich halte die Kamera und filme. Ja, und ich hoffe, ihr schaut das Video und freut euch und es schmeckt euch und bis gleich. So, das sind die Zutaten. Wir brauchen Paprika, das ist diese längliche Paprika, Tomaten, Petersilie, Zwiebeln. Da ist das so ein Gerät, womit wir das immer so klein schneiden. Salz, Pfeffer, Piment, das findet man jetzt eigentlich auch schon überall. Das ist so ein Gewürz, das benutzen wir eigentlich immer, wenn wir irgendwas mit Fleisch machen, benutzen wir immer fein gemahlenen Pimentpulver. Müsst ihr euch mal erkundigen. Das gibt es oft beim Türken. Oder ich glaube sogar jetzt auch in normalen Supermärkten kann man das kaufen. Ich habe hier 500 Gramm Hackfleisch, Rinderhackfleisch. Und diese Fladenbrote, die findet man auch öfters beim Türken oder beim Araber. Beirutbrot, libanesisches Fladenbrot. Das ist so ganz dünnes Fladenbrot, zweilagig. Das ist so ein bisschen, ja, kann man, also wir schneiden das danach in, zur Hälfte auf und dann kann man das füllen. Das sind jetzt nicht diese Wraps, das ist ein ganz anderer Geschmack und das Brot schmeckt richtig gut. Ja, das sind nun mal alle Zutaten. Falls ich irgendwas jetzt hier vergessen habe hinzustellen, werdet ihr das sowieso im Video sehen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. So, meine Mutter macht jetzt erstmal die Zwiebeln. Das ist jetzt ein Gerät von Tupper, von der Tupperware. Falls ihr sowas nicht habt, könnt ihr die Zwiebeln auch fein mit der Hand schneiden. Aber damit geht es halt man schneller. Kann auch. Mit der Hand schneiden. Auch jetzt mit der Hand schneiden. Ja. Falls ihr so ein Gerät nicht habt, könnt ihr das natürlich dann auch mit der Hand schneiden. Aber meine Mutter macht es halt gerne mit dem Gerät, weil es einfach schneller geht. Ne? Sind jetzt 500 Gramm Hackfleisch und 500 Gramm Zwiebeln. Jetzt macht sie es gerade für mit der Hand, damit ihr das auch seht. Feine Würfel. So. Wir ziehen uns immer Handschuhe an, wenn wir Zwiebeln oder Knoblauch schneiden, weil damit die Hände danach nicht so stinken. Auch für die Hygiene. Ja, für die Hygiene natürlich auch. Weil wir uns ja nie die Hände waschen. So sieht das aus. Genau. Tun wir alles in eine große Schüssel. Ja. So, jetzt die Paprika auch in feine Würfel schneiden. Oder jedenfalls so fein, wie es geht. Kann man auch normale Paprika nehmen, falls ja, man die... Kann man auch. Kann man auch längliche nehmen. Kann man auch normale nehmen, aber wenn man... Aber weil die feiner ist... Also nicht so hart, ne? Nicht so hart, ja. Die gibt es ja auch in Rot, ne? Kann man auch in Rot nehmen? Nein. Die Grünen sind vom Aroma her besser, ne? Dann tue ich auch im Schüssel. Es kommt... Petersilie. Petersilie. Okay. Auch mit den Stängel? Nein. Aber ein bisschen darf dabei sein. Okay. Ich finde, die Stängel schmecken manchmal auch die nicht schmecken, gut. Die schmecken, aber die sind zu hart. Wenn sie frisch sind, ja. So noch zart, ja. Da kann man schon reintun. Okay. Aber wenn die so hart sind... Weil die Stängel geben auch gut Geschmack ab. Ja, ja. Mhm. Und das ist jetzt eine glatte Petersilie? Glatte Petersilie, nicht dieser Kräuter-Petersilie, genau. Oder wie die heißen. Wie viel ist das jetzt an Petersilie? Ja, ich habe so... Ein Bund. Ein Bund. Okay. Und das kommt dann auch zu den Zwiebeln und ja, zu der Paprika. Ja, kommt drauf. So.
die Tomaten. Hm? Ich tue nicht so viel, sonst wird das matschig. So, wir haben jetzt alles reingetan. Die letzten zwei Tomaten haben wir nicht reingetan, weil wir gesehen haben, dass das doch zu viel ist. Also wir haben jetzt nur zwei Tomaten reingetan. Und ja, jetzt kommt Hackfleisch dazu. Oder erstmal die Zutaten mischen. Weil jetzt kommt Hackfleisch, das ist jetzt Rinderhack. Man kann auch gemischt nehmen. Okay. So, und jetzt kommt Salz. Mhm. Auch das wieder, ist immer nach Gefühl. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt hier kein richtiges Rezept. Bei uns ist alles nach Gefühl und Augenmaß. Mhm. Aber da könnt ihr ja selber entscheiden. Das ist Salz. Das ist Piment. Piment. Das kriegt man auch beim Türken. Türkische oder normalen Supermärkten, glaube ich, auch langsam, ne? Nee. Nee? Oh, okay. Also beim Türken oder Araber oder so. Das ist feines Piment. Es kommt Pfeffer. Pfeffer. Mhm. Auch nach Gefühl. Mhm. Und dann mischen wir. Am besten mit der Hand. Ja. So. Und durch das Mischen mit der Hand geben die Tomaten nochmal ihren Saft ab. Es wird matschig. Genau, es wird matschig und so sollte es ungefähr sein und sich anhören. So. Also es sollte nicht so trocken sein wie am Anfang. Es sollte schon so eine feste, also so eine matschige Masse sein. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Also, einmal das Brot nehmen. Dann schneiden wir das zur Hälfte durch. Vorsichtig. Und dann öffnen wir das ganz vorsichtig. Falls Risse dabei entstehen, das ist nicht schlimm, wie da jetzt da hinten, aber das macht nichts. Eine Handvoll von dem Fleisch nehmen und dann fest andrücken. Verteilen. Ja, fest andrücken und verteilen. Mhm. Wenn ihr seht, dass eine Handvoll jetzt zu wenig war, dann könnt ihr nochmal nachnehmen. Aber so in der Regel eine Handvoll, wenn wir... Ja, man kann ein bisschen nachgeben. Mhm. Andrücken und zack. Und wenn da so kleine Risse sind, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht schlimm. Nee. So, und dann nehmt ihr eine ganz normale Pfanne. Wir haben jetzt eine elektrische, aber das ist nicht schlimm. Auf höchste Stufe die Pfanne erhitzen. Dann kommen die gefüllten Taschen in die Pfanne. Und jetzt werden die ein bisschen betupft mit Öl. Man kann auch Olivenöl nehmen. Aber ich finde das mit Sonnenblumenöl leckerer. Ja, das ist Geschmackssache. Genau. So ein bisschen betupften. Und dann sofort umdrehen, sodass die fettige Seite unten ist. Und dann jetzt die andere Seite genauso mit Öl bestreichen. Okay. Und dann warten wir. Wenn die so ein bisschen braun sind, ne, kann man die umdrehen. Ihr drückt dann immer wieder mit dem Löffel ein bisschen drauf, damit das Hackfleisch dann auch schön durch ist. Genau. So, es bleibt roh. Okay.
du siehst, dass es richtig knusprig ist, so von beiden Seiten, da kann man rausnehmen. So, so sind die fertig. Okay. Also normalerweise isst man das dann direkt, aber falls ihr die jetzt so schichtet wie wir jetzt da hinten, dann ohne Deckel, weil wenn man mit Deckel jetzt, also wenn man den Deckel jetzt drauf tut, dann werden die zu matschig. Ihr könnt dann immer wieder ein bisschen öffnen und gucken, ob das Fleisch schon gar ist und dann schichten. Das war's! Ja, das sind die fertigen Teigtaschen. Ich mag es am liebsten mit Zitrone, wie ich das schon... Fast ins Auge. Also mit Zitrone einfach drauf träufeln, die Hälfte auf den Boden, das macht überhaupt nichts. Dann rolle ich das. Ich zeige euch jetzt auch eine Anleitung, wie man das isst. Ja. Also ne, normalerweise einrollen und dann so unglaublich lecker. Wirklich lecker, lecker, lecker. Ich hoffe, ihr versucht es, ihr macht es nach. Es ist ganz einfach und geht wirklich schnell. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Okay, jetzt kommt das Hackfleisch da rein. Oh, blöde Hunde. Und ja. Wie oft willst du noch reinkommen? Ist das jetzt ein Outtake? Outtake? Oh, danke. Was ist das für eine Maschine? Von Tupperware. Von Tupperware. Was auch sonst. Kostet 35 Euro. Das ist Hackfleisch. Mhm. Das ist Zwiebeln. Das sind keine Zwiebeln. Petersilie. Teig. Paprika und Tomaten. Düdün.